Jo Leute, willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves. Und ich würde sagen, machen wir mal weiter. Und ich glaube, ich muss dort hinten hin. So. Wir sollten lieber mal warten. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich werfe mal eine Granate dorthin. So. Einfach mal so. Nee. Oh. Der ist ja auch gesprungen. Was genau muss ich machen? Ah, Munition. Was genau muss ich machen? Ich muss irgendwie dort was machen. Längste Kopfschutzserie. Ich habe schon Kopfschutzserie. Interessant. Okay, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich gehe mal zu Sully. Vielleicht hilft mir das. So, Moment. Vielleicht nehme ich zum ersten Mal den Tipp. Weil ich gar nicht weiß, was ich machen muss. Ah, okay. Now I know what I to do. Ich weiß jetzt ganz genau, was ich tun muss. Okay. Man muss immer denken, Leute. Immer nachdenken. Ein paar Granaten nehmen. Und ihr müsst... Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Okay, hier werde ich jetzt stehen und ich glaube, ich muss da sogar eine Granate reinwerfen. Tschüss. Ja, hatte ich doch recht. Und genau, auf einmal kommt sowas. Gut. Dann geht's auch weiter. So, vielen Dank. Einfach mal weitergehen, bevor es zu spät ist. Man, das Spiel wirkt wirklich sehr interessant. Eine interessante Geschichte. Und ja. Sogar mit Chloe Fraser. Sieh dir die Steine an. Jetzt läuft die Sache. Und jetzt würde ich sagen, rein mit uns und ich würde sagen, bis gleich. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Klar, gehen wir rein. Dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Moment. Hier habe ich doch gerade einen Schatz gesehen. Okay, hier wird ganz normal gegangen. Hier runter. Wow. Wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Warum wohl? Alles schwarz? Wir haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Und sind dann umgekommen. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Sehr viele Leichen. So. Damit es ein bisschen schneller geht. Mal ein bisschen rollen. Ich möchte noch hier einen Schatz finden. Einfach mal so. Ich dachte, hier ist den Tonschatz. Seltsam. Wow. Hey, ich
Fledermäuse. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Okay, oh. Das hier. Dann würde ich sagen, bis gleich. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Sally, ich brauche Licht. Oh. Oh. Warte mal. Das ist Blut. Oh ja. Hier gab es einen Massaker. Okay. Wo denn? Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Ich sehe, ach so, da unten. Okay, Moment. Oh Mann. Ganz viele Leichen. Viel zu viel, um wahr zu sein. Okay, dann geht's hier weiter? Nee. Ja, okay, da geht's weiter. Ab da ist auch nichts mehr. Oder bin ich falsch abgebogen? Könnte ja sein. Gut. Gucken wir noch einmal hier rein. Und gehen wieder mal hier hin. Ja, ihr seht es auch. Das Spiel ist für mich komplett blind. Ich kenne das Spiel gar nicht. Vielleicht hier? Nein. Frag mich, was ich hier suchen soll. Okay. Ach. Nee. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ach, hier geht's weiter. Ja, dann gehe ich mal weiter. Was ist denn das? Ja, seltsam. Okay, dann öffnen wir das mal. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Okay. Dann würde ich sagen, bis gleich. Oder auch nicht. Und Leute, wie gesagt, ich bin ein bisschen krank, also nicht wundern, dass ich ein bisschen weniger rede. So. Interessant. Warum haben sie sich wohl gegenseitig umgebracht? Oh, Katzen, darum würde ich sagen, bis gleich. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja,
Allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine. Den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Auf geht's. Warum hat Chloe es so eilig? Seltsam. Chloe, warte mal. Ach, da bist du und, tut mir leid, meine Geschwister. Sorge dafür, dass die Luft rein ist. Hey, ich will auch. Dann würde ich sagen, bis gleich. Hilf mir mal, Nate! Verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Los, die Liste, das ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie! Ja, genau dein Typ. Verdammt, sie haben uns entdeckt. Los, lauf! Klar lauf ich. Und schnell weg. Oh Mann. Okay, dann würde ich sagen, Nathan hat immer Pech. So. Dann würde ich sagen, bis gleich. Carla. Oh, Mist. Was machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht ihn Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, was? Fange ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Oh, Scheiße! Mist. Du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer schießen. Lynette,
Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Tempel zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Ich habe Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Okay, ich muss wohl das zerstören. Oh Mann. Wow. Das war wirklich sehr knapp. Gucken wir uns einmal um. Was ist hier zum Beispiel? Oder, nee, zurück kann ich nicht. Schade. Dann geht's natürlich weiter und würde ich sagen, bis gleich. Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Sucht ihn! Mist. Los, los, los! Oh, er ist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. Okay. Okay. So. Ich habe kaum Munition. War das dumm oder? Ja, zum Vorteil. Okay. Und einmal nochmal verstecken. Okay, der hat nicht getroffen. So, da habe ich noch ein bisschen mehr Munition. Oh Mann, wir sind im Kriegsgebiet. Oder Bürgerkriegsgebiet, besser gesagt. Und ich möchte mal was testen. Das war auch cool in Uncharted 3. Genau. Moment. Ja. So, dann machen wir mal weiter. Gibt's hier vielleicht mal was? Vielleicht hier? Nein? Okay, schade eigentlich. Es könnte ja hier was sein. Nee? Oh, oh. Okay, ich habe mich ganz kurz erschreckt. Da gehe ich wohl besser nicht lang. Oh ja. Wo muss ich dann lang? Ach, was ist das denn? Da kann ich hoch. So, dann gehe ich auch mal da hoch. Man, Nathan findet immer einen Weg. Und top. Na, ihr schönen Tauben. Oh, das war wirklich knapp. Wohin sollen wir jetzt als nächstes? Ach, genau hier. Und top. Ach komm. Das war knapp.
Ach, wenigstens die Toilette läuft noch. Da brauchen wir ja nicht mehr spielen. Okay, hier ist alles überflutet. Toll eingepackt. Wo denn? Ah, okay. Ich glaube, ich muss hier hoch. Und oh, top. Man, das Spiel ist wirklich sehr toll. Wirklich sehr, sehr toll. Mir gefällt das Spiel wirklich sehr. Man merkt es vielleicht. Und ja, ich frage mich, wie es im Verlauf des Spiels so sein wird. So. Munition. Gut, Moment. Und. Rennt die Straßen. Okay, Moment. Bisschen ruhiger sein. Bisschen umgucken. Da muss ich hin, aber ich will am liebsten runter. Mich ein bisschen umschauen. Denn man weiß nie, was man hier findet. Schätze zum Beispiel. Und oder was weiß ich. Easter Eggs. Und so weiter. Also ich habe das Gefühl, hier hinten ist ein Schatz. Oh Mann. Okay, ich bleib lieber oben. So. Da oben war auch ein Rohr, genau. Geht's da unten noch lang? So, noch einmal. Und top. Komm, das schaffst du. Und ich beende gleich mal die Folge, wenn wir auf der anderen Seite sind. Genau, jetzt beende ich mal die Folge. Nee, ich behalte meine... Obwohl... Na komm. Ich würde sagen, wie es dann weitergeht, Leute, das sehen wir beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann. Tschüss.